Ja, die wichtigsten Funktionen des Waldes sind halt eben vor allem erstmal der Schutz. Das heißt, der Bodenschutz. Der Boden wird gesichert, zum Beispiel vor Abrutschen. Dann zum einen Erosion, zum Beispiel bei starken Regenfällen halten die Wurzeln halt eben den Boden zusammen. Hier im Harz teilweise oder in den Bergen dann teilweise auch Schutz vor Lawinen. Dann natürlich zum einen die Erholung für den Menschen. Der Mensch geht gerne in den Wald. Der Wald dient zudem gleichzeitig als CO2-Senke und Speicher. Das Holz nimmt eben das CO2 auf, bindet es und es wird halt eben, wenn man es zum Beispiel zu Möbeln verarbeitet, erst sehr, sehr spät wieder freigesetzt. Genau. Gleichzeitig bietet der Wald eben einen Lebensraum für sehr viele Tiere und Pflanzen, was halt eben auch im Sinne des Naturschutzes einen sehr großen Aspekt spielt. Dann ist der Wald natürlich für die Sauerstoffproduktion und Luftfilterung zuständig, gleichzeitig eben auch Wasserfilterung. Der Wald liefert natürlich uns den Rohstoff Holz, aus dem wir sehr viel gewinnen können, gleichzeitig aber auch eben Nahrung, wie zum Beispiel Wildbret, Früchte, Pilze und vieles mehr.